Als ich mich mitten in der Pubertät befand, schenkte mein Vater mir ein Buch namens Der Fänger im Roggen, weil er meinte, ich würde mich genau in diesem Alter am besten mit der Hauptfigur identifizieren können. Und er hatte natürlich recht. Das war das erste richtige Erwachsenenbuch, das ich gelesen habe, und es hat mich sofort gepackt. Aber nicht der Plot an sich war gut, sondern der Protagonist Holden Caulfield und wie er sich im Laufe der Geschichte, die im Buch nur 3 Tage lang dauert, von einem pubertierenden Teenager zu einem erwachsenen, ich sag mal, Mann entwickelt. Der Hype um das Buch, als es erschienen ist, war so groß, dass J.D. Salinger, der Autor des Romans, komplett abgetaucht ist, nachdem er nur dieses eine Buch geschrieben hat. Das war das erste und das letzte große Buch von ihm. Es gibt viele Theorien und Analysen zu dem Buch und was das Ganze eigentlich bedeuten könnte. Viele sagen, es sei eine Kritik an der Gesellschaft und andere meinen, die Kernaussage dieses Buchs seien die Gefühle und Denkweisen von Holden. Aber für mich geht es um die innere psychologische Weiterentwicklung, das Heranwachsen und das Erwachsenwerden. Heute erzähle ich euch was über das Buch, das mir persönlich sehr geholfen hat, reifer zu werden und das Leben besser verstehen zu können. Den amerikanischen Klassiker Der Fänger im Roggen. Der junge Außenseiter Holden Caulfield wird 3 Tage vor Ferienbeginn aus der Schule rausgeschmissen. Damit seine Eltern nichts davon erfahren, beschließt er, diese 3 Tage alleine in New York zu bleiben, ohne dass seine Eltern etwas davon wissen, um später sagen zu können, er habe eigenständig die Entscheidung getroffen, die Schule zum Halbjahr zu wechseln. Den Brief von der Schule will er natürlich abfangen, bevor seine Eltern es tun. Weil Holden selber in New York zusammen mit seinen Eltern wohnt, kennt er sich in dieser Stadt bestens aus und so findet er schnell ein billiges Hostel mit dem ihm verbliebenen Geld, das er angespart hat. Ich möchte jetzt nicht zu viel von der Story erzählen, für diejenigen, die das Buch noch lesen wollen. Und diejenigen, die es schon gelesen haben, wissen eh schon alles. Wie auch immer, Holden bleibt diese 3 Tage in New York und in dieser Zeit wird er mental reifer und erwachsener wegen den ganzen Sachen, die ihm passieren und die er sehen muss. Dabei kann man seine Veränderung absolut nachvollziehen und sich voll und ganz in seine Person hineinversetzen. Vor allem, weil dieser Roman wie eine Art Tagebuch in der ersten Person geschrieben wurde. Holden gerät in Schwierigkeiten, trifft alte Bekannte, erinnert sich an alte Zeiten und verballert sein ganzes Geld an Kippen. Ja, er ist zwar noch 16, aber im 1950er USA durfte man damals echt rauchen. So alt ist dieser Roman schon. Aber wenn man ihn liest, kommt er absolut zeitlos vor. Als ich ihn das erste Mal gelesen habe, ist mir gar nicht aufgefallen, dass dieses Buch schon vor 70 Jahren geschrieben wurde. Aber zurück zum Thema jetzt. Holden ist im Prinzip noch ein Kind und hat Schwierigkeiten, alleine in dieser grausamen Welt zurechtzukommen. Er findet, dass die meisten Leute verlogen sind und er sich von ihnen abgrenzt, indem er zum Beispiel seine Mütze rückwärts aufsetzt, um schlichtweg anders zu sein als die anderen. In seiner wiederkehrenden Fantasie stellt er sich vor, in einer einsamen Hütte zu leben und sich als ein Taubstummer zu tarnen, damit auch ja keiner versucht, mit ihm zu reden. Holden hat selber Angst vor dem Erwachsenwerden und will davonlaufen. In seinen Gedanken spielen Kinder in einem Roggenfeld am Rande einer Klippe und er fängt sie ab, bevor sie dort herabstürzen. Dieser Absturz an der Klippe ist eine Metapher für den Verlust der Unschuld und Sprung ins Erwachsensein. Und ich würde am Rande einer verrückten Klippe stehen. Ich müsste alle festhalten, die über die Klippe hinauslaufen wollen. Ich meine, wenn sie nicht Acht geben, wohin sie rennen, müsste ich vorspringen und sie fangen. Das wäre alles, was ich den ganzen Tag lang tun würde. Ich wäre einfach der Fänger im Roggen. Ich weiß schon, das klingt verrückt, aber das ist das Einzige, was ich wirklich gern wäre. Ich weiß natürlich, dass es verrückt ist. Holden hat seine Schwester namens Phoebe, die jetzt noch ein Kind ist, und er will sie jetzt eben davor bewahren, erwachsen zu werden und vielleicht sogar verlogen zu werden. Am Ende beschließt er, seine Fantasie zu realisieren und will aus New York fliehen, um in einer einsamen Hütte zu leben. Bevor er das tut, will er sich aber noch ein letztes Mal mit seiner Schwester im Central Park treffen. Als er ihr von seinem Plan erzählt, will sie unbedingt mitkommen, und da realisiert Holden, dass er endlich mal Verantwortung übernehmen muss und sie nicht in den Stich lassen darf. Sein älterer Bruder ist gestorben, der Vater hat wegen der Arbeit zu wenig Zeit und die Mutter ist paranoid. Holden war die einzige Konstante in Phoebes Leben. Er erkennt, dass er ihr weiter zur Seite stehen muss, sie aber nicht wie ein Kind als Fänger im Roggen bewachen soll vor der perversen Welt der Erwachsenen, sondern ihr die Freiheit geben, damit sie ihr eigenen Weg des Lebens findet. Er weiß, dass es schwer für sie sein wird und dass sie auch mal aufs Maul fallen wird, aber es gehört halt zum Leben einfach dazu. Die Kinder auf dem Karussell versuchten alle, den goldenen Ring zu erwischen,
auch Phoebe, und ich hatte manchmal Angst, dass sie vom blöden Pferd fallen würde, aber ich sagte nichts und unternahm nichts. Wenn die Kinder den goldenen Ring erwischen wollten, muss man es sie eben versuchen lassen und nichts sagen. Wenn sie herunterfallen, dann fallen sie halt eben in Gottes Namen herunter, aber man darf ihnen nichts sagen. Holden setzt nun seine Mütze richtig herum an, was zeigen soll, dass er die Normalität akzeptiert hat und bereit ist, ihr entgegenzutreten. Er beschließt, in New York zu bleiben und auf eine neue Schule zu gehen. Wir suchen alle einen Platz auf dieser Welt. Vor allem im jungen Alter. Aber vielleicht steigern wir uns einfach da zu sehr rein. Vielleicht gibt es keinen vorbestimmten Platz und wir müssen selber was dafür tun, um was auf die Reihe zu kriegen, anstatt rumzuheulen, dass man in einer schlechten Welt lebt. Es ist, wie es ist, und man muss versuchen, das Beste draus zu machen, anstatt vor der Realität zu fliehen. Du bist der Einzige, der für dein Leben verantwortlich ist. Diese Dinge hat mich dieses Buch gelehrt. Vielleicht ist es zu weit hergeholt und das Buch ist einfach über einen Typen, der 3 Tage in New York chillt und er hat keinen tieferen Sinn. Wer weiß, das ist doch das Tolle an Büchern, oder nicht? Man kann sie sich im Kopf so ausmalen, wie man möchte. In dem Alter konnte ich mich persönlich einfach perfekt mit Holden identifizieren, seine Entwicklung nachvollziehen und mich von ihr inspirieren lassen. Als Abschluss beende ich dieses Video mit einem Zitat aus dem Buch. Das Kennzeichen eines unreifen Menschen ist, dass er für eine Sache nobel sterben will, während der reife Mensch bescheiden für eine Sache leben möchte.